Wir sind zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Auf der Grenze von der Nacht zum Tag, im Übergang von der Finsternis zum Licht, wollen wir uns dem Geheimnis der Auferstehung Jesu Christi nähern. Wir hören, wie Gott die Welt geschaffen hat. Er ließ das Licht hervorgehen aus der Finsternis und machte den Menschen Gott zum Bilde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüste und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und also rief Gott durch sein allmächtiges Wort alles, was da ist, ins Leben. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Festland, Sonne, Mond und Sterne, Baum und Gras, Pflanzen und Tiere. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürme, das auf der Erde kriechte. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wir beten. Wunderbar sind deine Werke, Gott, und was du gemacht hast, ist gut. Aber unter unseren Händen kann verderben, was du zum Segen geschaffen hast. Lass uns neue Menschen werden, die deine Schöpfung zu Ehren bringen. Amen. Wir hören, wie Noah und seine Familie zusammen mit allen Tieren der Welt gerettet wurden vor den Fluten der Sintflut. Sie ist ein Vorbild für die heilige Taufe, die das Böse zerstört und neues Leben schafft. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen, von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Da sprach Gott zu Noah, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen, von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Vor den reinen Tieren und vor den unreinen Tieren, von den Vögeln und von allen Gewürmen auf Erden, gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Und die Wasser nahmen Überhand
und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Schließlich ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem rein Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir beten. Gott, du bist der Schöpfer der Welt und ihr Bewahrer. Wer Böses tut, muss dich fürchten. Aber aus Liebe erhältst du die Natur, die Tiere und Pflanzen und auch die Menschen. Hilf uns, dass wir vom Bösen lassen. Hilf uns, dass wir das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen achten und so zu guten Haushaltern in deiner Schöpfung werden. Gott sein Volk aus der Sklaverei erlöste und sie durch das Wasser in die Freiheit führte. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose.
Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Wir beten. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Gott. Du befreist die Gefangenen. Du streitest gegen die Sklaventreiber. Erlöse uns von unseren Lasten. Mach uns zu freien Menschen. Bewahre uns davor, zu Unterdrückern zu werden. Amen. Leidet mir und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet. Der Prophet Hesekiel schaut, wie Gottes Geist aus Tod und Verderben zum Leben erweckt. Gottes Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist Gottes und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und Gott führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und Gott sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Mein Gott, du weißt es. Und Gott sprach: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört Gottes Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich Gott bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regten sich die Gebeine und rückten zusammen, Gebeine zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ihr euch eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Ich rede es und tue es auch, spricht Gott. Wir beten. Herr, unser Gott, du lässt uns sterben und rufst uns ins Leben. Wir verbringen unsere Tage im Schatten des Todes und haben Angst vor der Zukunft. Wir bitten dich, gib uns deinen Geist, der die Angst vertreibt und unser Leben hell macht. Wir bitten Gott um Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie.
Christus, das Licht, dank sei dir, Gott. Christus, das Licht. Hört das Evangelium des Ostermorgens. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Christ ist erstanden von der Martha. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Christus ist das eine Licht, das unser Leben erleuchtet. Ausgehend von diesem Osterlicht wollen wir das Licht an alle weitergeben.
sei Gott im höchsten Thron, samt seinem armen, geborenen Sohn, der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stern am Graben lag, er stand frei, um alle klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, verleihe, was unselig ist. Halleluja, Halleluja. Liebe Gemeindeglieder, wie Lehrer bestimmt man die Stunde, wenn die Nacht vergeht und der Tag beginnt, wurde ein Rabbi von seinen Schülern gefragt und er antwortete, was meint ihr? Ist es der Moment, wenn man von Weitem ein Schaf von einem Hund unterscheiden kann? Fragte der eine. Nein, sagte der Rabbi. Ist es der Moment, wenn man einen Apfelbaum von einer Birke unterscheiden kann? Sagte ein anderer. Nein, sagte der Rabbi. Was ist es dann? Fragten seine Schüler. Der Moment, wenn die Nacht vergeht und der Tag beginnt, ist dann, wenn du im Gesicht deines Gegenübers deinen Bruder und deine Schwester erkennst. Der Blick in die Gesichter macht die Osternacht so eindrucksvoll. Nicht nur die Kirche wird sanft von den Kerzen erhellt, auch die Gesichter werden hell durch den Schein der Kerzen. So warten wir auf den Sonnenaufgang und auf den neuen Tag. Zart und vorsichtig werden wir geweckt aus unserem Schlaf, aus unseren Erstarrungen und aus der Traurigkeit. Wir hören die gute Nachricht der Engel, seid nicht traurig und fürchtet euch nicht, Christus lebt, ihr sollt auch leben. Traurig und erstarrt sind derzeit viele Menschen. Ein Jahr Angst vor den Viren hat in unseren Seelen Spuren hinterlassen. Nicht wenige sind dadurch traurig geworden und müde. Masken schützen wohl vor Krankheiten, aber sie verdecken eben auch das Gesicht und erschweren den Kontakt zueinander. Dunkelheit liegt über unserer Welt, das spüren wir deutlich. Am Ostertag kommt das Licht in die dunkle Welt zurück. Wir wollen wieder darauf vertrauen, dass Christus uns aus unserer Not befreit. Der Schein der Osterkerze und das Licht des Morgens sollen ein Zeichen sein dafür, dass Christus der Sieger ist. Und dann, wenn uns das Licht wieder scheint, dann wollen wir es nicht nur dazu nutzen, um Schafe von Hunden zu unterscheiden und Apfelbäume von Birken. Dann wollen wir einander ins Gesicht sehen und spüren, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Amen. Lasst uns beten. Lass das Licht der Auferstehung leuchten in unseren von Viren geplagten Tagen. Lindere die offensichtliche und die versteckte Not, die Einsamkeit, die Trennung und die Angst. Hilf uns, dass wir alle uns wieder unseres Lebens freuen können. Wir beten in der Stille. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen von Herzen frohe Ostern.